Wir sind hier auf der Gemarkung Denkendorf in der Kirchstallstraße, bei dem Textilforschungszentrum. Ein PKW, ein Audi A4 Cabrio, ist von der Straße abgekommen, ein Stück über die Weide gefahren und dann Richtung Kirsch, Richtung den Bach in die Böschung, und in der Böschung an einem Baum ist er dann zum Stehen gekommen. Die Situation war folgende: Es saß eine Person, eine weibliche Person, saß noch im Fahrzeug, war ansprechbar. Sie konnten wir so weit versorgen. Sie war auch nicht eingeklemmt, sondern eingeschlossen. Wir haben dann die Person betreut, haben das Fahrzeug gegen das weitere Abrutschen mit einem Greifzug gesichert, dass es nicht weiter die Böschung abrutscht, und haben dann in Abstimmung mit dem Rettungsdienst, mit dem Notarzt, die Rettung der Person vorgenommen, dass wir eine schonende Rettung sie aus dem Fahrzeug heraus befreien konnten und dann dem Rettungsdienst übergeben konnten. Genau, jetzt ist soeben der Abschleppdienst eingetroffen, jetzt werden wir mit dem abstimmen, wie das Fahrzeug wieder aus der Böschung heraus geborgen werden kann. Das ist jetzt noch die abschließende Maßnahme, die wir durchführen werden. Das Auto wurde mit Stahlseil mit dem sogenannten Greifzug von hinten gesichert, damit es nicht weiter abrutscht Richtung Bach. Jetzt bei der Borgung sind wir auch mal gespannt, weil das doch ein bisschen weg von der Straße ist, wie der Abschlepper hinkommt, wie wir da das Fahrzeug noch hochbekommen. Aber ich denke, auch das wird man hinbekommen in Verbindung mit dem Abschlepper. Insofern sehe ich da jetzt keine als großen Probleme mehr.